Dann hätten wir das mit Grunt geklärt. Bleibt noch das mit dem Salarianer. Hast du gehört, dass die Tankzüchtung und der Mensch einen Dreschschlund erledigt haben? Jo, jo, jo. Und diese Piax? Pia? Wie auch immer die hießen. Zurück! Mein Baron ist hungrig. Mal sehen, was der Mensch drauf hat. Und wie steuere ich? Ah, lol. Mit WASD, wow. Zwei auf einmal. Boing. 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 Gut, zählt noch. Alter, selbst das zählt. Nahrungsmittelhaufen muss überleben. Okay. Kommt raus, wo immer ihr seid. Selbst das zählt, das ist echt. Ich weiß nicht, was die gerade gedacht haben. Ja. Und dann gehe ich zuerst zum Geschäft. Falscher Schritt, Shepard. Nicht, dass ich danach nicht mehr herkomme. Um das Recht der Elternschaft bitten? Wozu sich mit Politik? Ich habe gehört, sie hätten einen Dreschschlund getötet. Willkommen, Erdnott Grunt. Mein Name ist Rudge. Sie und Ihr Grunt finden in meinem Geschäft bestimmt viele interessante Dinge. Der Mensch ist mein Kampfmeister. Er führt das Gespräch, nicht ich. Natürlich. Für Menschen habe ich zwar nicht viel, aber Sie können es sich gerne mal ansehen. Ich muss gehen. Wie Sie wollen. Okay, dann habe ich den Spot anscheinend schon. Chuckfleisch. Okay. Das ist ein Upgrade. 30.000. Ich habe 180.000. Erhöhen Schilder. Sehr gut. Erhöht Verhandlungsbonus. Ach komm. Das lassen wir mal. Voll. Das nehme ich mit. Ich wünsche mir. Ach,
muss ich aber, glaube ich, erst ausrüsten. Noch ein Sieg in der Grube und ich gehe in den Ruhestand. Was wollen Sie, Mensch? Sie brauchen zu viel Platz. Ich suche einen Salarianer. Das Bloodpack hat ihn gefangen genommen und er wurde zuletzt hier in der Gegend gesehen. Ich habe von dem Salarianer gehört. Armer Kerl. Wenn's das Bloodpack war, dann hat ihn jetzt der Werelock-Clan. Ich habe einen meiner Kundschaft dahin geschickt, um die Sache zu überprüfen, aber er kam nie zurück. Vermutlich haben sie ihn auch erwischt. Der Chief hat gesagt, ich soll ihn einen der Trucks geben. Folgen Sie einfach dem Highway bis zu Werelocks Basis, wenn Sie den Mumm haben, gegen ihn und das Bloodpack anzutreten. Immer. Was können Sie mir über die Basis des Werelock-Clans sagen? Meiner letzten Information nach hat der Clan sich in einem alten Krankenhaus verkrochen. Ich habe es allerdings persönlich nicht gesehen. Ich kenne den Werelock-Clan nur aus der Entfernung. Etwas näher und ich hätte das Feuer eröffnet. Wenn Sie da rein wollen, sollten Sie schwere Waffen mitbringen. In Werelocks Basis gibt es jede Menge Bloodpack. Gut, Krankenhaus, du wirst... Das klingt nicht nach einer guten Verteidigungsposition. Warum haben sie sich dort verkrochen? Jedes Krankenhaus auf Tuchanka muss so stabil gebaut sein, dass es einer Gruppe wild gewordener Krogana standhält. Krogana-Krankenhaus. Wenn wir wegen einer Wunde auf die Sekundärorgane umschalten müssen, wird's heftig. Höhere Denkprozesse werden dann nicht immer einwandfrei umgesetzt. Blutrausch nennt man das. Dass man beim Xoganer noch von höheren Denkprozessen... Irgendeine Ahnung, was sie mit dem Salarianer anstellen? Ich nehme an, sie wollten ihn foltern. Nur um ihn zu töten, hätten sie ihn nicht nach Hause mitnehmen müssen. Das macht doch Dreck. Vielleicht hat er das Bloodpack verärgert und sie haben ihn für eine Spezialbehandlung hergebracht. Mir völlig schnurz, was sie mit ihm machen. Ein Alien weniger auf Tuchanka. Sie scheinen nicht sehr viel für Aliens übrig zu haben. Jetzt machen Sie sich mal nicht ins Hemd. Wenn ich vorhätte, Sie umzulegen, wüssten Sie es schon. Rex glaubt, wir müssten das kroganische Volk einen. Ich halte das für unmöglich, solange Außenweltler sich einmischen. Aber mich fragt ja keiner. Okay, gegen Panzerung sollte ich immer das Brandding, obwohl ich habe auch die Brandmuni. Oh, er ist loyal. Er ist auch loyal. Outfitwechsel, können wir wann anders machen. Punkte? Disruptor-Muni, nee, Brandmuni habe ich noch nicht, aber... Shit, das ging synthetische gut, nicht gegen Schilde. Eigenschaften. Synthetische Feinde überlastet werden. Ihre gesamte Gruppe profitiert von Effekten der Disruptor-Munition, wodurch sie synthetische Feinde in ein tödliches Kreuz vollnehmen können. Gegen Schilde aber super. Dann nehme ich mal... Für die ganze Gruppe. Ich habe ja immer einen dabei, der auch für Schaden verantwortlich ist. Nee. Ach, Verstärkung hatte von für free bekommen. Okay. Waffen dürften eigentlich passen. Moment. Wenn ich gegen Krogana. Enorm effektiv gegen Schilde, Barrieren und Panzer. Die haben immer Schilde, deswegen passt. Gut, Jungs, jetzt heißt es Schnitzel. Feindbeschuss.
Szenen heißen. Okay, nicht mehr da. Hallo, gegen Deckung. Ein hübsches Feuerchen. Verbrennungstag ein. Funktioniertes organisches Krankenhaus. Stabil genug, um einigen Angriffen zu widerstehen. Diese Leiche, ein Mensch. Kurze Untersuchung notwendig. Geschwüre, Tumore, Quetschungen an Handgelenken und Knöcheln, zahlreiche Injektionen an mehreren Stellen. Testobjekt, Opfer von Experimenten.
Es lässt sich vermutlich nicht ermitteln, wer dieser arme Kerl war, oder? Keine Tätowierung, keine Identifizierung. Vielleicht Sklave oder Gefangener, vielleicht Söldner oder Pirat. Nicht mehr von Bedeutung. Eindeutig Teil der Tests zur Heilung der Genophage. Menschen nützlich als Testobjekte, genetisch vielfältig. Dadurch Erforschung von Behandlungsbedingungen möglich. Experimente an Menschen? Genau deshalb könnte man Cerberus fast für eine gute Idee halten. Habe selbst nie Menschen dazu benutzt. Widerlich, unethisch, unsauber. Wird von skrupellosen Forschern gemacht, nicht von Leuten, die nachdenken. Hat in wahrer Wissenschaft keinen Platz. Dass Korgana Menschen verwenden, ist keine Überraschung. Sie mussten doch sicher auch Tests am lebenden Objekt durchführen, als Sie die neue Genophage entwickelt haben. Nein, ist unnötig. Habe Tests beschränkt auf Simulationen, Arbeit mit Leichen und geklonten Gewebeproben. Komplizierte Tests an Varen durchgeführt. Keine Tests an Spezies, die fähig zur Integralrechnung sind. Einfache Regel. Habe sie nie gebrochen. Integralrechnung. Wäre etwas, das auf T'Chanka lebt, nicht sinnvoller? Varen vielleicht? Ja, Experimente mit Menschen nur für grundlegende Konzepttests sinnvoll. Später in der Entwicklungsphase wird vermutlich Fauna von T'Chanka selbst verwendet. Vernünftig, Varen erst einzusetzen, wenn es notwendig ist. Sehr kräftiger Biss. Inwiefern sind Menschen genetisch vielfältiger? Variantenreicher. Gipfel und Täler, Mutationen, Anpassungen. Viel mehr als bei anderen Lebensformen. Dadurch sind Menschen geeignete Testobjekte. Mehr Reaktion bei weniger Stimulus. Ich weiß, dass wir alle sehr unterschiedlich aussehen. Aber auch Asari haben zum Beispiel viele verschiedene Hauttöne. Nein, äußere Erscheinung ignorieren. Der genetische Code zählt. Biotikfähigkeiten, Intelligenzquotient. Asari oder Korgana ermöglichen ergebnissichere Rückschlüsse. Menschen für derlei Beurteilung zu vielfältig. Jede Spezies hat natürlich Grenzfälle. Genies, Schwachköpfe. Aber menschliche Wahrscheinlichkeitsverteilung insgesamt weitaus vielfältiger. Was können Sie nach einem Blick auf die Leiche über Ihre Experimente sagen? Position der Tumore legt nahe, dass Nebenniere und Zirbeldrüse bewusst zur Mutation angeregt wurden. Hormonwerte wurden modifiziert. Angriff gegen von der Genophage befallene Drüsen. Clever. Jetzt haben wir zwei Gründe, diesen Laden stillzulegen. Müssen zu Mählen. Den Toten hilft keiner mehr. Gerade noch rechtzeitig. Medium, perfekt. Raketenwerfer. Ich bin der Sprecher des Verloc-Clans, Außenweltler. Sie haben unser Blut vergossen. Eigentlich müssten sie längst tot sein. Aber Verloc Gold, der Chief aller Chiefs, hat befohlen, ihnen die Möglichkeit zur Flucht zu geben, damit sie allen mitteilen können, dass wir kommen werden. Korgana lassen normalerweise niemanden einfach so gehen. Was hat der Verloc-Clan vor? Wenn sie jetzt abziehen, können sie ihren Kindern erzählen, dass sie den Verloc-Clan gesehen haben, bevor unser Bloodpack die Sterne erobert hat. Halten sie die Art noch für beeindruckend? Sie sind bemitleidenswert. Verloc Gold wird sie vernichten. Der Salarianer wird die Genophage heilen und der Verloc-Clan wird sich auf einem Meer von Blut über die ganze Galaxie ausbreiten. Sieht aus, als hätten sie erkannt, woran Mählen arbeitet. Ein unglücklicher Umstand. Es muss nicht so ablaufen. Ich kann ja verstehen, dass sie die Genophage heilen wollen. Nein, Mensch. Sie verstehen gar nichts. Sie haben die Berge von Kindern nicht gesehen, die niemals leben durften. Den Kroganern wurde Unrecht angetan. Wir werden alles wieder gerade rücken und Rache nehmen. Die halbe Galaxie betrachtet die Kroganer als Opfer. Wenn sie einen Krieg anzetteln, werden sie jede Unterstützung verlieren. Wir haben das Bloodpack und wir haben den Salarianer. Wenn unser Clan einmal in die Millionen geht, brauchen wir keine Unterstützung mehr. Wenn wir die Genophage heilen, herrscht Verloc Gold über alle Kroganer. Und aus den kroganischen Rebellionen wird das kroganische Reich. Die überlebenden Spezies werden ihren Kindern Schreckensgeschichten darüber erzählen, was das Bloodpack mit den Turianern gemacht hat. Die Asari werden schreien, wenn ihre Zitadelle in die Sonne stürzt.
Wir werden die Salarianer als Sklaven halten und ihre Eier als Delikatesse verspeisen. Wenn sie so dumm sind, nicht zu fliehen, werden sie zu den ersten gehören, die wir zertreten. Für Verloc Gold! Angriff! Wir wurden entdeckt. Ist das alles, was sie drauf haben? Niemals! Bisschen mehr aus. Da geht's vermutlich zu den Labors. Es riecht nach Desinfektionsmitteln. Das weist auf totes Fleisch hin. Bringen Sie uns einfach hin. Aktive Konsole. Enthält vielleicht nützliche Daten. Moment. Gensequenzen. Stabile Hormon-Mutagene. Proteinketten, lebendes Gewebe, geklontes Gewebe. Sehr gründlich. Behandlungsansätze sind Standard. Keine aggressiven Immunsuppressiva zur Änderung des Hormonspiegels. Gut. Wäre schlimm gewesen. Die meisten Leute würden die Entwicklung einer Seuche, die steril macht, nicht so gleichgültig abtun, Morden. Nicht Entwicklung, Modifizierung. Viel schwieriger. Arbeit innerhalb der Grenzen der bestehenden Genophage. Hundertfach komplexer. Fehler nicht akzeptabel. Könnte totale Sterilität und bösartige Tumore verursachen. Könnte sogar Effektivität vermindern. Schlimmer als nichts zu tun. Mussten Kroganer-Population stabil halten. Einer von tausend. Perfektes Ziel, optimales Wachstum. Wie beim Gartenbau. Sie behaupten also, Sie hätten ebenso viel Mühe darauf verwendet, dass die Population nicht absinkt? Ja, hätten Kroganer ausrotten können, kein Problem. Mehr Mutation schwächt die genetische Struktur noch stärker. Haben uns dagegen entschieden. Auslöschung der Rachni tragisch. Sollte sich nicht wiederholen. Jedes Leben wertvoll. Universum braucht Vielfalt. Wie können Sie dem Einsatz der Genophage zustimmen, Morden? Sehen Sie doch, was dadurch aus Tuchanka geworden ist. Lage von Tuchanka nicht Ergebnis der Genophage. Nuklearer Winter von Kroganern verursacht. Lange vor Kontaktaufnahme der Salarianer. Entscheidungen der Kroganer, Verweigerung von Waffenstillstand während der kroganischen Rebellionen, Expansion nach den Rachni-Kriegen, Zersplitterung nach der Genophage. Genophage medizinisch, nicht nuklear, Viren verursachen keine Krater. Schadensursache sind Kroganer, nicht Salarianer, nicht ich. Ich weiß nicht, was der Shepard hat. Wir hatten uns doch schon darauf geeinigt, dass die Genophage nötig war. Wenn die Kroganer sich also zusammentun und eine gemeinsame Regierung bilden würden, fände das ihre Zustimmung? Ja, vereinte Kroganer haben Galaxie gerettet und Rachni vernichtet. Genophage keine Bestrafung, modifiziert einfach Fruchtbarkeit als Korrektiv der Entfernung aus feindseliger Umwelt. Ich meine, im ersten Teil hatten wir doch selbst die Möglichkeit hier, die Genophage zu heilen, wenn ich mich richtig erinnere. Wie war die Arbeit im Projekt zur Modifizierung der Genophage? Die besten Jahre meines Lebens. Mit neuen Ideen aufwachen, beim Frühstück darüber sprechen, den ganzen Vormittag experimentieren. Nachmittags statische Analysen, vor dem Abendessen neue Simulationen starten, Datendurchläufe während der Nacht. Lachen, Ego, Diskussionen, Leidenschaft. Das größte Problem der Galaxie lösen mit unbegrenzter finanzieller Unterstützung. Wir bekamen alles, was wir anforderten. Haben Sie noch Kontakt zu Ihren früheren Teamkollegen? Nein, mit der Freisetzung änderte sich alles. Habe Testfreisetzungen bei isoliertem Kroganer-Clan durchgeführt. Die Resultate waren positiv. Dann erfolgte Freisetzung auf dem Rest von Tuchanka. Ende des Projekts,
Wege trennten sich. Habe Ende beobachtet. Absinkende Geburtenrate. Persönlich, privat. Für Team nicht geeignet. Wir werden Mailer nicht finden, wenn wir Konsolen anstarren. Los, weiter. Ich meine, selbst Rex hat es doch damals eingesehen, dass die Genophage notwendig war. Tota Corgana, weiblich. Tumore deuten auf Experimente hin. Keine Fesselung. Eine Freiwillige. Sterile Werlock-Frau unterzog sich freiwillig Experimenten. Aus Hoffnung auf Heilung. Sinnlos. Sinnlose Verschwendung von Leben. Ich hatte nicht erwartet, dass sie der Anblick einer toten Kroganerin aus der Bahn wirft. Was? Warum? Wegen der Genophagearbeit? Irrelevant. Nein. Ursächlich. Habe nie mit lebenden Kroganern experimentiert, nie mit Medizin getötet. Ihr Tod ist nicht mein Werk, habe nur darauf reagiert. Ziel war Stabilisierung der Population. Wollte das nie. Kann es logisch nachvollziehen. Ist dennoch unnötig. Dumme Verschwendung von Leben. Hasse diesen Anblick. Ich dachte nicht, dass Sie mit Sachen wie diesen allzu viel Kontakt hatten. Waren Sie nach dem Freisetzen Ihrer Seuche noch einmal auf Tuchanka? Jährliche Aufklärungsmissionen. Wasser, Gewebeproben. Sicherstellen, dass keine Fehler passieren. Vorgesetzte haben Weiterführung angeboten, aber abgelehnt. Muss es selbst sehen. Muss begutachten. Muss betrachten. Es als notwendig akzeptieren. Das kleine Bild sehen. Mich daran erinnern, warum ich eine Klinik auf Omega betreibe. Ruhen Sie, junge Mutter. Finden Sie Ihre Götter. Und einen besseren Ort. Spiritualität hätte ich von Ihnen nicht erwartet, Marvin. Projekt zur Modifikation der Genophage hat Millionen von Leben verändert. Dann kam das Resultat. Ego und Demut nebeneinander. Zerbrechlichkeit des Lebens. Größe des Universums. Nach Abschluss der Arbeit Religionen befragt. Verschiedene Spezies. Keine Antworten. Viele Fragen. Sie versuchen doch nur mit Ihrem schlechten Gewissen klarzukommen. Der Arzt, der Millionen von Leben ausgelöscht hat. Projekt zur Modifikation der Genophage war groß angelegt. Wissenschaftlich brillant. Aber ethisch fragwürdig. Reaktion der Corgana, schrecklich. Tragisch. Nicht schuldig, aber verantwortlich. Bin ausgebildeter Arzt. Genophage beeinflusst Fruchtbarkeit. Tötet nicht. Dennoch habe ich es verursacht. Blick aufs große Ganze durch Leichenhaufen erschwert. Können Sie das wirklich alles rational wegargumentieren? Wie rechtfertigen Sie das? Rat des Lebens. Beliebte Idee bei Salarianern. Ähnlich wie Hinduismus bei Menschen. Konzept der Wiedergeburt. Einladend, das Leben als endlos zu begreifen. Fehler im nächsten Leben korrigieren, lernen, anpassen, verbessern. Kann nicht glauben, dass das Leben hier endet. Zu große Vergeudung. Habe noch viel anzubieten, muss Fehler korrigieren. Hier kann nicht das Ende sein. Könnte noch so viel bewirken. Wir müssen Mailon finden und diesen Laden dicht machen. Ja. Okay, hacken mal wieder. Was das wohl ist? Hey, noch eine kroganische Vitalität. Kein Mitglied des Werlock-Clans. Falsche Clanzeichen.
Ich bin ein Kundschafter der Ödnat. Werlock-Wachen haben mich erwischt und hierher gebracht. Sie sehen nicht gut aus. Sind Sie verletzt? Sie haben mir was gegeben. Sachen. Meistens Spritzen. Manchmal auch Gas. Hat mich krank gemacht. Fieber. Schmerzen. Kann kein Essen bei mir behalten. Sie werden die Genophage heilen. Ich bringe ein Opfer. Für alle Kroganer. Brauchen Sie Hilfe, um hier rauszukommen? Bis zum Ausgang sollte es kein Problem geben. Sie verstehen nicht. Ich bin nicht zu krank, um zu gehen. Aber ich muss bleiben. Sie heilen die Genophage. Sie sorgen dafür, dass alles besser wird. Deshalb müssen Sie weitere Tests machen. Vorsicht, Shepard. Patient instabil, beeinflussbar. Gehirnwäsche. Warum möchten Sie, dass Sie die Tests fortsetzen? Es ist meine Schuld. Ich wurde gefangen. War nicht stark genug. Nicht gut genug. Zu mehr bin ich nicht in der Lage. Ich habe alles gegeben. Ich bin nicht wichtig genug, um eine echte Chance bei den Frauen zu haben. Ich werde niemals eigene Kinder haben. Aber wenn ich helfe, die Genophage zu besiegen, bin ich jemand. Millionen von Kindern werden geboren werden. Werlock-Kinder. Sie werden die anderen Clans vernichten. Aber nein. Nein. Sie sagten, ich helfe damit Ödnat. Wenn Sie Ödnat helfen wollen, müssen Sie dorthin zurückgehen. Aber man muss schon ein ziemlich harter Kerl sein, um das Verbundet zu schaffen. Ich schaffe es. Sie? Ich sagte harter Kerl, nicht Kundschafter, der wimmert wie ein Quarianer mit Magendrücken. Ich schaffe es. Ich stehe schon wieder. Und ich gehe ins Lager der Frau. Genau. Gehen Sie zurück und zeigen Sie denen, aus welchem Holz Sie geschnitzt sind. Los, los! Voran! Gut gemacht. Zum Glück ist das Subjekt wahrscheinlich nicht ansteckend. Shepard, Psychologe. Shepard, ich orte Kisten mit instabilem Inhalt voraus. Ein Fehlschuss könnte eine beachtliche Explosion auslösen. Oder ein gut gezielter Schuss. Explosionen sind... Rückenwind! Ich
Credits. Das ist wertvoll. Mele, am Leben, unverletzt. Keine Fesselungsmale, kein Zeichen von Folter. Verstehe nicht. Trotz Ihrer Intelligenz, Professor, ist es Ihnen immer schwer gefallen, Beweise zu akzeptieren, die Ihren Vorurteilen widersprachen. Wann werden Sie endlich akzeptieren, dass ich hier bin, weil ich hier sein will? Vielleicht haben ihn die Warlock einer Gehirnwäsche unterzogen oder ihn unter Drogen gesetzt, um ihn unter Kontrolle zu halten. Unwahrscheinlich. Pupillen normal. Körpersprache entspricht normalem Metabolismus. Bitte, Professor. Sie haben darüber einen Artikel verfasst. Erzwungene Verhaltensmodifikation führt immer zu geistigem Verfall. Ob nun durch Indoktrination der Reaper oder durch Drogen. Die Testobjekte haben immer ihre höheren kognitiven Funktionen eingebüßt. Keine Gehirnwäsche, keine Konditionierung. Malen muss für Arbeit in optimaler Verfassung sein. Zwang muss andere Ursache haben. Das Bloodpack hat Malon nie entführt. Er ging zu ihnen. Er arbeitet freiwillig an einem Heilmittel. Kontakte sagen, er arbeitet mit Bloodpack zusammen. Vermutlich. Aber warum? Hat Notwendigkeit von Genophage nie angezweifelt. Wie hätte ich denn anderer Meinung sein sollen als der große Dr. Solus? Ich war ihr Schüler. Ich habe zu ihnen aufgeblickt. Die hier durchgeführten Experimente, lebende Testobjekte, Gefangene, Folter und Hinrichtung. Ihr Werk? Das Blut von Millionen klebt bereits an unseren Händen, Doktor. Wenn durch einige Opfer mehr alles wieder in Ordnung kommt, kann ich damit leben. Wir legen Ihr Labor still, Malon. Ich lege noch viel mehr still. Sie können die Wahrheit nicht akzeptieren, richtig? Sie können nicht zugeben, dass Ihr brillanter Geist etwas Schreckliches verschuldet hat. Inakzeptable Experimente, inakzeptable Ziele, wird sich nicht ändern. Keine Wahl. Muss sie töten. Moment. Sie müssen das nicht tun, Morden. Sie sind kein Mörder. Nein, bin kein Mörder. Danke, Shepard. Ende. Malen. Raus. Kein Warlock übrig. Projekt beendet. Was ist, wenn er mit anderen Kroganern spricht und die Öffentlichkeit über das Projekt zur Modifikation der Genophage informiert? Die Special Task Group ist gut im Verwischen von Spuren. Es wird keine Beweise geben. Dass Warlock mit Salarianer zusammenarbeitete, ist ungewöhnlich. Andere Kroganer werden ihn töten. Haben Sie keine Sorge, dass er seine Forschungen wieder aufnimmt? Nein, diese Anlage wird versiegelt und die Special Task Group unterbindet den Zugriff auf die alten Daten. Er könnte bei Null anfangen, würde aber Jahrzehnte dauern und ich habe Ihnen nicht alles beigebracht, was ich weiß. Sie haben den Professor gehört. Verschwinden Sie, bevor er seine Meinung ändert. Wo soll ich denn jetzt hin, Professor? Mir egal. Versuchen Sie es auf Omega. Die könnten noch eine Klinik brauchen. Die Kroganer haben nicht verdient, was wir ihnen angetan haben, Professor. Die Genophage muss ein Ende nehmen. Nicht so. Entschuldigung, Commander. Missverstandene Missionsparameter. Keine Entführung. Mein Fehler. Danke. Machen Sie sich um mich keine Gedanken, Morden. Wie geht es Ihnen? Hätte ihn töten sollen. Wollte es tun. Ist leichter, als ihm zuzuhören. Auch leichter für ihn. Die Experimente zeigen, wie tief er gesunken ist. Von Korganern ist sowas zu erwarten, nicht von einem der meinen. Vielleicht denken Sie daran, wenn Sie das nächste Mal eine Diskussion über die Ethik der Genophage führen. Ja, so viele Variablen, Stressreaktionen, unmöglich präzise vorherzusagen. Stoff zum Nachdenken. Melons Forschung, das einzige lose Ende, könnte sie zerstören. Ende, Sicherheit, aber dennoch ist sie wertvoll.
Diese Forschungen beruhen auf Tests mit lebenden Opfern. Die Ergebnisse sind schmutzig. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Opfer umsonst gestorben. Wenn ich die Forschungen behalte und weiterführe, bekommt alles wieder Sinn. Malens Arbeit könnte Genophage heilen. Wäre möglich. Folgen für Kogana. Folgen für Galaxie. Zu viele Variablen. Zu viele Variablen. Wie lange haben Sie daran gearbeitet, die Wahrscheinlichkeit dafür zu ermitteln, dass sich die Kroganer irgendwann erholen? Jahre. Bevölkerungszuwachs der Kroganer führte immer zum Krieg. Immer. Sie haben damals das Richtige getan. Tun Sie es jetzt wieder. Zerstören Sie die Daten. Ja. Einzig sicherer Weg. Lösche Festplatte. Fertig. Wir können gehen. Wir können T'Chanka verlassen. Irgendwo hingehen. Wo vielleicht die Sonne scheint. Verschwinden wir von hier. Besorgt über die Fortschritte des Verloc-Clans in Sachen Genophage-Heilmittel ohne Wissen von Cerberus. Löschung der Daten des Heilmittels löst Problem, aber dennoch müssen Informationen bei Warjunks-Organen rekrutiert werden, um die Informationslücken zu schließen. Kraft von Morden, Neuralschock. Neues Outfit, organische Vitalität haben wir gefunden, Munition für schwere Waffen, Iridium. Okay, dann bin ich hier gelandet. Eine Kleinigkeit würde ich gerne noch machen, bevor wir T'Chanka verlassen. Salarianer auch. Kleinen Mistkerle halten sich für Oberschlau, aber für den Kampf gegen die Rachni. Der Erdnard-Clan hat nach der Vernichtung des Verloc-Clans an Stärke gewonnen. Den Populationsprofilen zufolge hat der Erdnard-Clan die Überlebenden des Verloc-Clans aufgenommen. Warst du da, als das Lager der Frauen letzte Woche in Kinder untergeschickt hat? Diese abgebrochene Mitteilung von Edie. Warum? Schließen Sie Wetten auf die Gruppe? Sie haben diesen Dreschlund. Es ist mir eine Ehre, dazuzugehören. Ja, dann machen Sie sich mal nützlich. Sie stecken jetzt in der Scheiße. Ich habe draußen im Feld einen Ansaugstutzen gefunden. Ist es das, was Sie brauchen? Es wird gehen. Zumindest schneller als einen neuen zu bauen. Sie haben mir gerade 3 Tage Arbeit erspart, Mensch. Sie haben sich meine Zeit verdient, wenn Sie sie wollen. Ich gehe Ihnen mal aus dem Weg. Tun Sie mir bloß keinen Gefallen. Wir haben eigentlich alles schon. Was wollen Sie? Sturmgewehrschaden 50.000, aber Sturmgewehrschaden, von daher... Damit lässt sich was anfangen. Nicht für 75.000. Plus 20 Schaden für schwere. Ich weiß nicht. Das sind halt wieder 50.000. Weil ich glaube, das könnte sich noch als nützlich erweisen. Er läuft immer mit der Pistole. Seit der Halter von Arzt verstoßen wurde, ist die Grube ein einziges Blutbad. Alle Sachen abgegeben. Bei dem Typen haben wir alles. Ich habe den Schlund bei meinem Ritus nur knapp überlebt. Jetzt habe ich die falsche Abzeugung genommen. Du hast noch nicht mal den. Ich bin froh, dass Erdnard Grunt jetzt zu uns gehört. Grunt haben wir alles erledigt. Das macht den Erdnard Clan zusammen. Und so Nebensachen haben wir auch. Wir könnten wir jetzt eigentlich zufrieden T'Chanka verlassen, die ganze Genophage-Geschichte. Wird, glaube ich, ein ewiges Thema sein.
komplett richtige Antwort. Naja, so ist es dann halt. Auf zu Normandy, weg von T'Chaka. Es war schön, Rex wieder gesehen zu haben. Es gibt keine seriöse galaktische Partnervermittlung. Wer eine Romanze will, muss schon mit den Leuten reden. Das ist auch gut zu wissen. Gut, dann sind wir wieder auf der Normandy. Viele neue Sachen entdeckt. Jo, und viele weitere Abenteuer vor uns. Bis zum nächsten Mal.